f von x ist x Quadrat. Alles klar, schwupp und schwapp und hoch und rum. Und da hätten wir unsere Parabel. Gut. Was ist aber, wenn ich sage, f von x ist gleich x hoch 4? Was passiert da? Die geht auch, wenn ich 1 mal 1 mal 1 mal 1 nehme, durch diese Punkte. Das wäre nicht das Problem. Aber sie geht dann wesentlich steiler los. Das wissen wir schon mal. Aber was passiert hier unten? Hier unten ist die gestauchter. Warum? In diesem Bereich hier. Da schmiegt die sich viel doller an die x-Achse an. Das liegt an Folgendem. Wenn ich hier einsetze, Beispiel 0,5 mal 0,5, dann ist das leicht darstellbar als 0,25. Wenn ich das aber hier mache, 0,5 mal 0,5 und das nochmal, ne, das ist ja x hoch 4, dann kann ich gleich rechnen, das ist 0,5. 2,5 mal 0,25, das ist dann nur noch 0,0625. 4 Kommastellen. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Kommastellen. Und das ist schon fast gar nicht darstellbar. Das heißt, wenn ich nur ein halb nach rechts gehe, ist es aus. Ne? Das bloß nebenbei. Ein weiterer Fall folgender Graph. Und zwar f von x ist x hoch 3. Was passiert da? Wir setzen mal 1 ein. Einmal 1 ist 1, kein Problem. Wir setzen mal 0 ein. 0 mal 0 mal 0 mal 0, es bleibt so. Also einmal 1 mal 1. Ne? Ich setze mal minus 1 ein. Minus 1 mal minus 1 ist plus 1, mal wieder minus 1 ist minus 1. Also muss ich den nächsten charakteristischen Punkt hier machen. Ich kann jetzt krumme Werte einsetzen, aber vom dritten in den ersten Quadranten läuft mein x hoch 3. Das ist auch ganz logisch so. Geradzahlige Exponenten ergeben schicke Parabeln, die sind symmetrisch zur y-Achse. Ungeradzahlige Exponenten, zum Beispiel auch der hier, f von x ist gleich x hoch 1, nämlich x, läuft auch vom dritten in den ersten Quadranten. Ach, das war nicht schön, aber ausreichend selten. So, die laufen also immer so. Wenn ein Minus davor steht, laufen sie verkehrt rum. Das wissen wir auch von den Geraden. Wenn ich mir aber jetzt noch den Sonderfall, das ist keine gerade Zahl, wenn ich nochmal den nehme, f von x ist gleich x hoch 0, nämlich 1, dann ist die wieder symmetrisch zur y-Achse. So, das ganze Thema, das kann ich jetzt wieder strecken. Ne? Also strecken, indem ich hier irgendwas, ich mache das mal in braun, entweder hier ein halb Mal vormale oder eine 2 oder eine 3 oder sonst was, das kann ich genauso hier machen. Ich kann auch den ganzen Kram verschieben. Nach unten oder nach oben. Oder. Das bleibt davon unbenommen. Ich kann auch diese ganze Sache verschieben. Ich mache es mal doch in braun. F von x sei x hoch 3 minus 2. Dann gucke ich 1, 2 bei minus 2. Da läuft jetzt der rote Graph durch. Ich habe mal aber braun gemacht. Und ich habe hier wieder meine charakteristischen Punkte. Und schwupp geht er los. Noch eine Kontrollfrage in Aubergine. F von x ist x hoch 0 minus 1. Was würde da passieren? Ganz genau, dieser Graph, der würde genau auf der x-Achse liegen. Warum? Weil das ist 1 hier. Das ist 1 minus 1 ist 0. Und demzufolge, egal was ich einsetze, es läuft alles auf der x-Achse. Okay, das bis dahin. Sehr schöne Schlussfolgerung ist die folgende. Warte mal, in schwarz, ich mache einen schwarzen Graphen. Wie sähe der Graph folgender Funktion aus? F von x sei x hoch 47 minus 1. Ich nehme minus 1, damit ich hier schon mal den Kreuzungspunkt habe. Ganz genau, wir haben es mit einem ungeradzahligen Exponenten zu tun. Also die Kreuzung mit der y-Achse ist schon klar, aber ein ungeradzahliger Exponent. X hoch 3, x hoch 5, hoch 7, hoch 9, hoch und so weiter. Und ich kann jetzt sagen, hier sind diese, so wie diese roten Punkte, um 1 nach rechts und 1 nach oben und 1 nach links und 1 nach unten versetzt. Hier sind diese charakteristischen Punkte und das Gerät läuft, ach nee, das war noch gar nicht steil genug, läuft furchtbar steil und macht hier nahezu eine Rundung, also als wenn ich hier einen rechten Winkel einzeichnen würde. Und läuft dann wieder steil nach oben weiter. Ganz genau. Wunderbar.
Schön. Und scheint hier total linear zu verlaufen. Mal schnell zu den Nullstellen, ganz nebenbei. Wenn ich mir das hier angucke, oder hier, nehmen wir x Quadrat minus 4. X Quadrat minus 4 kann ich doch sagen, kann ich auch als x mal x darstellen. Ich habe lineare Nullstellen. Ich komme da nochmal extra drauf zu sprechen. Die laufen alle linear durch. Lediglich die hellblaue, x hoch 4, berührt. Die hat nur eine einzige Nullstelle, und zwar alle vier zusammen hier. Nochmal die Nullstellen, der Grad der Funktion, das hier, das, das, bestimmt, wie viele Nullstellen eine Funktion haben kann. Die könnte theoretisch 47 Nullstellen haben. Das heißt, 47 mal hier irgendwie die x-Achse kreuzen. Das hängt aber davon ab, dass hier hinter nichts steht, deswegen hat die nur die eine hier. Wenn hier noch was dahinter stehen würde, meinetwegen minus 3x hoch 46 plus 3x hoch 45 und so weiter und so fort, dann entstehen da ein Haufen Nullstellen draus.